Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe HiFi- und High-End-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik HiFi Studio in Karlsruhe und heute möchte ich Ihnen einen traumhaften Vollverstärker vorstellen, den Macintosh Emma 8900. Viel Spaß! Der Macintosh Emma 8900 ist ein mächtiger Vollverstärker mit 2x200 Watt Sinus an 8 Ohm. Ein klassischer Aufbau, wie er für Macintosh typisch ist. Das Ganze ist montiert auf einer Edelstahlplatte, die poliert ist, sieht man hier wunderbar. An den Seiten da oben drüber thronen das Netzteil in der Mitte und links und rechts davon die Macintosh-typischen Ausgangsübertrager. Sehr, sehr schön zu sehen. Auch die Beschriftung, die auf die technischen Details hindeutet. Dahinter die ganz neu konstruierten Kühlkörper aus einer ganz neuen, speziellen Legierung, in die die Firmeninitialen hier sogar integriert sind. Wunderschön auch die Frontplatte in Glas hinterleuchtet mit dem Macintosh-Logo und ganz typisch und auch notwendig für Macintosh die blau hinterleuchteten VU-Meter, die einen anstrahlen wie zwei blaue Augen. In der Mitte der Equalizer und alles in diesen wunderbaren Reglern im Retro-Design ausgelegt. Das klingt nicht nur gut, das sieht auch toll aus. Macintosh baut seit über 50 Jahren in den USA, in New York, traumhafte High-End-Verstärker, Vor-Endstufen-Kombination, Röhrenverstärker, da war wirklich alles dabei. Macintosh hat viele Erfindungen gemacht, die ganzen Schaltungen wie Soft-Clipping im Radiobereich war Macintosh ganz vorne, also wirklich eine lange Historie. Mit dem Emma 8900 knüpft Macintosh an diese Tradition an, aber das Ganze ist natürlich heute gespickt mit Ausstattungsdetails, die absolut zeitgemäß sind. Der Verstärker leistet an 8 Ohm nach RMS-Messnorm 2x200 Watt. Nach der DIN-Messnorm sind das dann schon über 250 Watt pro Kanal, die da an 4 Ohm abgegeben werden. Also ein extrem leistungsfähiger Verstärker. Der Vollverstärker hat 7 analoge Eingänge, unsymmetrisch und symmetrisch, was auch umschaltbar ist. Dazu ein hervorragendes Phonoteil für MM- und MC-Tonabnehmer, was auch anpassbar ist in Schritten zwischen 50 Ohm und 1 Kiloohm. Die Eingänge sind alle auch in ihrem Pegel einstellbar, das heißt hier Trim und lässt sich übers Menü bedienen. Eine AV-Vorstufe oder eine AV-Receiver lässt sich einschleifen. Dafür gibt es den Pass-Through, also alles sehr sinnvolle Ausstattungsdetails. Natürlich lässt sich das Display auch dimmen, die VU-Meter abschalten, alles, was das Herz begehrt. Das anschlussmäßige Herzstück des Verstärkers ist das hier sichtbare DA1-Modul. Es ist austauschbar, damit zukunftssicher. Hier finden alle Digitalsignale Zugang, ob koaxial, ob optisch oder per USB. Die Auflösung in USB ist extrem hoch, bis zu 32-Bit, 384 Kilohertz werden ausgelesen und auch DSD-256-Signale werden hier konvertiert und bieten damit Hörfreude auf allerhöchstem Niveau. Der hier am Digitalboard sichtbare MCT-Eingang ist ein Macintosh-eigenes Digitalkabel, was an Macintosh-Laufwerken in der Lage ist, SACD-Signale auch digital zu übertragen. Klanglich ein echter Macintosh von der Auslegung her mit den Ausgangsübertragern. Wofür braucht man einen Ausgangsübertrager? Man braucht ihn nicht, aber er ist außerordentlich sinnvoll. Ein Lautsprecher konfrontiert den Verstärker mit unterschiedlichen Impedanzverläufen über den hörbaren Bereich und die gehen von unter 2 Ohm bis hoch zu einigen zweistelligen Ohmzahlen. Da muss der Verstärker immer drauf reagieren, klingt aber eigentlich nur optimal unter einer Last und das stellt der Ausgangsübertrager sicher. Er entkoppelt die Verstärkerleistung vom Lautsprecher und lässt den Verstärker so immer hundertprozentig gleich klingen bei komplexen und auch bei leicht antreibbaren Lautsprechern. Also eine sehr sinnvolle Erfindung, an der Macintosh hier festhält, zur Freude der Fans. Bringt natürlich einige Kilos auf die Waage. Der Bolide wiegt 34 Kilogramm. Das ist dann schon ganz schön mächtig. Sehr schön auch sind die voll vergoldeten massiven Klemmen für die Lautsprecherausgänge. Der Macintosh Emma 8900 ist gebaut wie eine Burg. Das manifestiert sich auch in der 5-jährigen Garantiezeit, die hier in Deutschland gegeben wird. Zum Lieferumfang gehört auch ein extrem hochwertiges Shonjata-Netzkabel, was
natürlich den Klang verbessert, aber auch insgesamt das Bild hier abrundet. Klanglich ist der Emma 8900 wirklich eine Wucht. Er klingt erdig, absolut souverän, treibt alle Lautsprecher an, ist durch den eingebauten Equalizer auch mal auf Musik der 70er Jahre einzustellen, die manchmal nicht ganz den Druck hat, den man sich wünscht. Das kann man hier perfekt ausgleichen. Der Emma 8900 ist eine Investition in mit den besten Verstärkerklang, der so erhältlich ist und das durch das austauschbare Digitalmodul auch noch zukunftssicher. Ja, liebe Hi-Fi-Freunde, das war es auch schon für heute mit dem Macintosh Emma 8900 Vollverstärker. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Mehr Informationen zum Produkt finden Sie auch immer direkt unter dem Video. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren würden und auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir hier so eine High-End-Komponente vorstellen. Tschüss!